Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von die 24 Stunden von Le Mans auf der PlayStation 1. Und letztes Mal waren wir beim Arcade und haben noch ein paar Challenges gemacht auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter in der Meisterschaft. Ja, weiter. Diesmal wieder in Mulsanne. Und soweit ich weiß, habe ich jetzt einen Prototypen auswählen können. Gut, ich würde mal sagen, wir fahren zuerst in der Qualifikation 3 Runden. Pilot Racing, genau. Ich denke, das ist der bessere der Prototypen. Mit den 4 Handlingspunkten. Und ja, dann geht's mal auf zu dieser Strecke hier. Was den Puffer angeht, habe ich momentan wirklich sehr viel vorhanden, sehr viel Puffer. Also, ich habe mindestens, sind das, ich glaube, gut 16 Videos habe ich in der Pipeline, jetzt wird es noch mehr sein. Also, heute ist übrigens der 13.02. Ja. Langsam, Reifen weich, Aerodynamik niedrig und Kraftstoff, ja. Da bin ich so faul. Wie wir ja wissen, sind die Prototypen auf der Geraden relativ langsam. Aber von der Beschleunigung her sehr krass. Und da werde ich jetzt auch deutlich wieder mehr Gegner haben. Bin ich wieder 8 Gegner gewohnt gewesen. Jetzt werden es dann wieder deutlich mehr sein. Das Ziel ist natürlich eine gute freie Runde zu erwischen. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Vielleicht. Von der Beschleunigung her kann ich auf jeden Fall mit den anderen sehr gut mithalten. Zumindest solange ich bis zu den 300 gekommen bin. Danach wird es schwierig. Diese Kurve bereitet mit dem Prototypen wirklich immer Probleme. Und warum mache ich diesen jetzt wieder Meisterschaft? Naja, braucht ja auch wieder mal ein bisschen Abwechslung und zweitens, damit ich noch ein paar Caps freischalten kann, zumindest in der Hoffnung, dass ich ein paar Caps freischalten kann. Achtung, Rutschig. Ah, jetzt weiß ich wo. Na gut, dann kann ich diese Runde auch schon in die Tonne werfen. Jetzt sowieso. Na, glücklicherweise bin ich die Runde auch schon gefahren. Dürfte Zeug nicht Pole Position sein. Das hole ich im Rennen ja dann alles wieder auf, also ist das nicht so tragisch.
So, mal schauen, für was es gereicht hat. Na, immerhin für Platz 4, das ist schon mal gut. Was haben wir da? Kramer, Pilot, Kramer, Philipp Gasch, Lafilière, Courage, Schoest, JB Giese, Courage, Lafilière, JB Giese, Pilot, BMW, Schoest und BMW. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Rennen. Ich denke, sogar ein bisschen mehr Abtrieb wäre gar nicht schlecht. Mitte wird wohl reichen. Zumindest auf dieser Strecke hier. Ich denke, auf dieser Strecke wird das schon reichen. Hoffe ich zumindest. So, da sind wir wieder. Steuerung langsam, das passt schon, Aerodynamik können wir so lassen. Gut, starten wir einfach so. So, BMW Motorsport mit der Nummer 2. Just Racing. Just Racing Prototyp. Dann haben wir Motorsport, das BMW Nummer 1. Ich frag mich, wo der Audi ist. Denn Audis habe ich hier auch schon gesehen. JB Giese, Lafilière, mit dem Courage C36, Courage Competition, Courage C51. Nochmal das JB Giese mit dem JB Giese Prototyp. Nochmal Just Racing. Nochmal C51. Lafilière, Courage C36, Philipp Gasch, Riley Scott MK3, dann noch ein mit der 21, dann haben wir noch den Kramer Racing mit dem Kramer Racing K8, Pilot Racing mit dem Michel Wert Prototyp, der ist wirklich nicht schlecht. Kann man so sagen. So, auf geht's. Er ist unter den ersten dreien. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. Ein bisschen. Doch hier gehen die Rennen 10 Runden lang. Wahrscheinlich 15, wenn wir da wieder Bugatti fahren. Er ist von der Piste abgekommen. Komm, geh wieder auf die Piste zurück. Ich habe jetzt nur noch nach rechts gedrückt. Ja, die Kurve ist trotzdem irgendwie noch gut gewesen. Ja, warum ich von Audi geredet habe, ich habe tatsächlich einen R8 Prototyp hier gesehen. Ist eigentlich erst 1999 zum ersten Mal in der Bau erschienen. Aber auf jeden Fall wäre das ein Auto, das müsste eigentlich im Spiel vorkommen. Keine Ahnung wenn, keine Ahnung wo. Vielleicht kann man es speziell freischalten, wenn man alles geschafft hat mit dem Spiel. Keine Ahnung. Jetzt hat es aufgehört zu lecken. Er ist von der Piste abgekommen. Wie man sieht, mein Vorsprung wächst. Aber trotzdem einmal in die Box.
wie ich ja gemerkt habe, reicht es nicht, Sprit zu sparen. Boxen muss ich ja sowieso und selbst wenn ich Sprit sparen würde, könnte ich vielleicht eine Runde so länger draußen bleiben. Wegen einer Runde ist hier nicht entscheidend. Der Boxenstopp dauert ja auch nicht lange. Ich verliere meistens nicht mal eine Position. Spätestens dann, wenn ich anfange zu überrumpeln, dann kriege ich jetzt ziemlich viel Vorsprung. Gut, ich meine, jetzt habe ich schon 600 Meter Vorsprung. Ich fahre schnellere Zeiten als in Quali. Damit hätte ich auf Platz 1 landen können, zeitlich. Ah, da kommt schon der Erste. Zu überrundete. Mein eigener Teamkollege. Da ich sowieso ja gerade ein Videoüberschuss habe, schneide ich diese Videos jetzt ein bisschen anders, wie ich das schon angekündigt habe. Nur noch ein Video für diese Rennvideo. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Nur noch ein Video für jeweils einen Meisterschaftsrennen, das wollte ich sagen. Das macht mehr Sinn. Ach ja, richtig, ich kann ja wieder blinken. Er ist von der Piste abgekommen. Wieder lichten. Das ist prima gefolgt. Dankeschön. Bei dem musste ich das nicht machen, oder hätte ich es sowieso nicht machen sollen. Und er ist in der Box. So, Kraftstoff nachfüllen. Das hat zwar genau die Hälfte verbraucht, vielleicht würde ich ohne Boxenstopp durchkommen, aber ich will es nicht versuchen. Nach einem schnellen Boxenstopp ist er nun wieder im Rennen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Sprit. Immer nach vorne. Die anderen müssen vielleicht ja auch noch in die Box. Ich auf jeden Fall nicht mehr. Ui, so knapp. Wenn ich gut aus der Kurve rauskomme, dann muss ich ja nicht mal so ein. Dann muss ich nicht mal die Lichtkugel verbrennen. Dann passt das schon. Jetzt laggt's wieder. Was soll das denn geben? Gut, er kann auch nicht riechen, wo ich bin. Eigentlich könnte er es, aber das Spiel ist noch hier genau an der Stelle ist rutschig. Aufpassen. Es kommt einfach gut plötzlich.
immer wieder gefährlich, was ich hier mache. Oh, das war böse. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Geh weg. Oh, ein böser Crash. Jetzt muss ich wieder aufpassen auf diese Stelle. Ich war nicht zu vorsichtig. Er fährt einfach fantastisch. Zu vorsichtig sein war noch nie gut. Gut, ich habe schon noch beide Arten verloren. Durch zu vorsichtiges Fahren in der letzten Runde und durch zu aggressives Fahren in der letzten Runde. Man muss halt irgendwie einen Mix finden. Ich habe jetzt zum Beispiel angewöhnt, in der letzten Runde, wenn ich wirklich knapp vorne bin, beziehungsweise nur für eine Sekunde, dass ich keinen Fehler machen möchte, weil ich sonst schon die ganze Zeit am Limit war, dass ich halt dann einen Tacken früher bremse. Wirklich nur ein wenig früher, aber auf jeden Fall ein bisschen früher. So dass es mir auf jeden Fall mit dem Bremsen reicht. Zumindest es reichen sollte. Ich kann auch nicht sagen, 4% Gas geben, das bedeutet. Bei mir sind es dann, glaube ich, so die 90 oder 95 am Ende. So, nur noch diese Kurve. Und ich würde mal sagen, wir haben den perfekten Prototypen-Einstand gefeiert. Ich fahre übrigens mit der Nummer 10, mein Teamkollege hat die Nummer 11. Überraschend. Also, wie sieht's aus? Pilot Racing vor der Nummer 1 BMW, Nummer 2 BMW, Nummer 7 Jöst Racing, Nummer 5 JP Giese Team und Nummer 19 La Filière. Dann kommt Nummer 13 Courage, Nummer 6 JP Giese, Nummer 8 Jöst, Nummer 20 Philipp Gasch, Nummer 14 Courage, Nummer 15 La Filière, Nummer 21 Philipp Gasch, Nummer 17 Krämer, Nummer 5, Nummer 16 Krämer und Nummer 11 Pilot Racing. Und so werden die Punkte vergeben.